file on your desk. It contains everything I have on the affair. Mal gucken. Aha. Ah. Seltsames Gemälde. Gemälde. Sarah Harkins hat kurz vor ihrem tragischen Ende gemalt. Direkt danach wurde es an ihren Vater geschickt. Er ist davon überzeugt, dass die Künstlerin seiner Tochter es ihm hat zukommen lassen. Er hat mir das Gemälde für die Ermittlung zur Verfügung gestellt. Der reiche Unternehmer Stephen Webster ist bei mir gewesen. Er soll den Fall von Sarah Harkins wieder aufrollen. Seine Tochter nach der Fall benannt. Mitsamt ihrer Familie in ein Feuer unter umgekommen. Er hat einige Dokumente über diesen Fall gesammelt. Ich sollte diese durchsehen und mir einen Überblick über den Fall verschaffen. Melde untersuchen. Hm, alles klar. Gut. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Okay, was haben wir jetzt gefunden hier? Können wir das durchlesen? Durchlesen. Ah, da! Kunst von Sarah Hawkins. Für die einen ist es eine künstlerische Visionärin, für die andere eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawkins spaltet die Gemüter. Die geheimnisvolle, zurückhaltende Künstlerin erschafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen. Wenn ihre Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt sind, öffnet Sarah Hawkins Portale zu anderen Dimensionen. Ausschnitt aus den Okay. Kapitel 1, Hinweise. Das Gemälde zeigt die Silhouette eines Ungeheuers, das eine Frau und ein Kind bedroht. Hola. Im Hintergrund sind Flammen zu sehen. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Stephen Webster glaubt, dass das Gemälde mit dem mit dem Tod seiner Tochter von Sarah Hawkins in Verbindung sind. Ah, oh, mega gut, ey. Steve Morgan, ich spiele die auch mit. Jawollo. Toll. Ach, das sind nur die abgehackten Dinger, alles klar. Nur noch da. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Und eine Versandadresse sind zum Teil unleserlich. Aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36 Darkwater, der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt. Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins. Ein Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Okay. Das muss der Sohn sein, das muss der Charles Hawkins sein und das soll die Sarah Hawkins sein. Alles klar. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Reden Sie davon. Habe ich Zeit oder ist es scheißegal? Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Der Polizeibericht erwähnt labile Psyche. Diese Geschichte ist etwas faul. Wo hat Sarah Hawkins gelebt? Mehr über. Was würde ich sagen, ja. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater.
Find Warehouse 36. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Die Geschichte ist was faul. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann ja ihn nur noch fragen, jo. Ja. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Hey. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Alter, ich komm gleich raus und zieh dich aus dem Auto, wenn du weiter hier hupst. Verdammt nochmal hier. Das ging mir voll auf den Sack hier. Einwohner, Alter, 63, Tätigkeit, Geschäftsmann, 36, Uhr 63. Ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen in Boston, Stephen Webster, beauftragte mich, den Tod seiner... Hier. Aber da, ah. Tätigkeit Reader, örtliche Berühmtheit von Darkwater. Als Erbe einer Reader-Familie reiste er viel. Bei einer Reise nach Paris traf er Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heirateten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel Darkwater. Sie hatten einen Sohn namens Simon und führten ein äußerst zurückgelebtes Leben. 33, was? Was, 10 Jahre, Alter? Hat er ja aber klar gemacht, ja, Digga. Ah, das ist aber eine gute Reihe. Mhm. Für ihre Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde für die Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihre seltenen öffentlichen Würde gefeiert. Ich glaube, sie sagte einst, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschte die Boulevardpresse. Eine reiche Bostoner Erbin, bekannt für ihre Präsenz auf zahlreichen Partys, folgt ihren neuen Ehemann und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Das ist ja komisch. Sie verschwand von der Titelseite und niemand hörte mehr von ihr. Selbst ihr Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater Stephen Webster sucht nach der Wahrheit. Es ist schon ein bisschen komisch, ey. Mal übelst geile Partygirl und dann auf einmal geht die halt mal ein totales Einsiedlerleben. Elf, einziger Sohn. Okay. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Wegen der Traum vielleicht. Darkwater, 14. Jahrhundert bewohnt und immer noch durchdrungen von Erinnerungen an früheres Stammesleben.
eben bei aller Romantik dieser langsam verfallenen Zeugnisse naiver und primitiver Religionen darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände langer verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Bäume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner der nachkommenden Walfänger gedenken noch an den geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichten ihrer Titans. Küste von Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Ja, also eigentlich können wir ja auch jetzt nichts mehr. Wir können jetzt noch einen Schluck nehmen, aber nee. Hat keine Lust auf einen Schluck. Und ich. Alter, ich geh jetzt raus hier. Es geht mir voll auf den Pisser hier. Ja, gut, ich kann. Einführung in die Medizinkunde Band 1. Ein umfassendes Werk in die Medizinstudenten und Ärzte, Assistentenärzte. In diesem ersten Buch sind alle Krankheiten, die der zivilisierten Welt bekannt sind. Okay, cool, coole Sache. Ah, die verbessert sich nur, wenn ich hier solche Bücher finde. Fähigkeit. So. Vielleicht noch was, Otto. Tja. Darkwater Island. Dieser einsame Fels vor der Küste scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Die Küste dieser kleinen öden Insel besteht aus steilen Felsklippen und steinigen Riffs mit nur einer Mündung in den Ozean. Sie ist hauptsächlich von Nachfahren der Walfängern bewohnt, die die Insel im 19. Jahrhundert als Versorgungsposten nutzten. Ihre Wirtschaft ist mit dem Ende des Walfangs zusammengebrochen. Das medizinische Institut ist wohl das einzige profitable Unternehmen dort. Okay. Also, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich hier alles vorlese, aber es ist halt, es gehört halt zum Spiel dazu und es ist ein Detektivspiel. Und wir werden das einfach so weiter durchziehen. Wir haben das eigentlich jetzt schon alles durchgenommen, ich glaube. Darkwater ist auf der Küste. Ja, halt den Mund. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. Ja, ich denke, ist. It seems to have been shunned since then. Nichts aufmachen. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Nee, alles klar, dann können wir ja nur rausgehen. Also. Kapitel 2, Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Harkins an. Die Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist auf ein verstörendes Vermögen, das ihren Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce' Ermittlung zu sein. Ja, also, wenn ich mir das Hintergrund, das Bild schon mal angucke, sieht das schon mal nicht sehr geil aus und sehr, sehr angsteinflößend, muss ich sagen. Jo, auf jeden Fall. Boah, verdammt. So, betreten wir den Wahnsinn. Ui, Nebel. Geh ich da jetzt hin? Nee, ich würde sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Darkwater eine fucking Flughafen hat. Google Fame und der Chairman Dragons. Rauchen tut er auch noch! Saufen, Schlaftabletten nehmen und rauchen tut er. Halleluja! A game by Silent Studio. Alles klar, James Fitzroy. Danke, dass er uns Bescheid sagt hier. Wir sind gleich da, mein Freund. Wir sind gleich da, in Verderben.
Wir werden alle sterben. Mohahaha. Call of Chuchulu. Ja, ich spreche es, glaube ich, total falsch aus. Chuchulu. Chuchulu. Skiller. Hier. Müssen da so Leute leben? Zumindest so aus. Alter. Willst du nicht freiwillig hin, oder? Halleluja! Stay on board. There's guys coming to unload. Bleib an Bord, wir bekommen. Okay. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Danke, Fitzroy. Oh, thank you, Captain Fitzroy. Oh, cool. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a legend. Wird auch gleich runter, das Schild. Was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Jetzt vor euch sprechen. Docks von Darkwater. Bei meiner Ankunft auf Darkwater sah ich dichte Wolken am Himmel. Sie hingen so tief, als wollten sie auf den spitzen Klippen rund um die Insel aufspießen. Dann nahezu einen wunderschönen guten Abend, Cheers. Geht ab. Ist bei dir. Aufspießen wollen. Fitzroy, der Captain der einzigen Nussschale, die es bis aufs Festland schafft, bot mir Hilfe an. Es könnte Unterlagen besitzen, die Charles Hawkins gehört haben. Fitzroy hat mir geraten, der Hafenbar einen Besuch abzustellen. Er erwähnte einen kleinen Aufräumer. Ich schätze, ich könnte mir dabei einen Überblick. Fischer haben sich über den Kadaver eines Unterwalds versammelt. Könnte ich mir mal ansehen und hören, was die örtliche Politik sagen hat. Fitzroy hat mir angeboten, mir seine Funde in Hawkins zu machen. Alles gut, wie war dein Date? Wenn wir uns Date nehmen kennen. Ah, ich habe hier einen Punkt. Witzig, witzig eigentlich. Ich würde es eigentlich nicht in Stärke reinsetzen. Ganz ehrlich, irgendwie. Deckung. Eigentlich bin ich eher für, ja, stärker. Ganz mal so. Dann bin ich immer noch gut drauf. Darkwater. Wir waren in ein Katzencafé und dann auf einer Buchenmesse. Was ist denn ein, was ist denn ein Katzencafé? Das ist ein Café mit ganz vielen Katzen. Bei der Einfahrt in den Hafen von Darkwater kommt man noch immer am Wrack von Skilla vorbei. Dem letzten Walfangschiff, das einen Fang heimbrachte. Seeleute laufen auf der Suche nach kleinen Tagestots am Hafen herum. Eine Schmugglerbande hat sich hier niedergelassen und dringt langsam in das Gebiet von Captain Fitzroy vor. Dem letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen der Insel und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist noch hier eine ferne Erinnerung. Das ist klar, gut. Den Fitzroy haben wir nicht. Wild haben wir nur eins. Alles klar. Ein Kaffee mit Katzen, alles klar.
Was denn die ganze Zeit den Arm gehalten? Also, das ist schon mal ein gutes Zeichen für